Weiter geht es mit einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht es im Saisonendsport gegen Hoffenheim. Wir können jetzt die Europa League klar machen. Sollten wir gewinnen gegen Hoffenheim, die ein Platz hinter uns sind, also quasi ein 6-Punkte-Spiel. Ja, mal gucken. Ach, im Regen spielen wir scheiße. Ich wollte das eigentlich gerne. Aber egal. Mal gucken, wie es im Regen ist. Gut, ja, lasst doch auch gerne eine Bewertung da. Würde mich natürlich freuen. Und schaut auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Da wird in Zukunft gestreamt, auch mal ab und zu. Aber mittlerweile geht das nicht mehr so, weil ich nicht mehr so die beste Internetverbindung habe, weil ich ja umgezogen bin. Aber ich bin gerade am Aufrüsten. Also da erwartet euch was. Embabo. Embabo. Immer noch am Ball. Immer noch am Ball. Oh, Gratis. Erste gute Möglichkeit. Ah, sie verlieren den Ball. Almada, Traumtor. 1-0. Da hat er zu viel Platz. Macht ihn heftig rein. Einmal damit einem absoluten Traumtor. 1-0. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal in der Zeitlupe an. Da, Tonali, Platz. Oh, was für ein Tor, ey. Bruder muss los. 12. Saisontor für Almada. Shaw spielt. Okay, hoffen wir mal. Das war auch eine relativ richtig gute Mannschaft mit Tar, Shaw in der Außenverteidiger. Rolle. Jetzt Krasinovic gegen Sessin Jong. Sie wollen natürlich in die UEFA Europa League, Buschi. Und das wäre so wichtig für diesen Verein, für diese Mannschaft. Es wäre ihnen zu gönnen. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt, Buschi. Er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere an. Teixeira. Ja, das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein riesen. Hoffenheim kommt gerade hier nicht durch. Shaw. Und Brekalo. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Ein Klassen jetzt aber gerade ein bisschen zu nach hinten durchdrängen. Gefährlich. Es ist jedes Mal so, dass wir den Ball nicht bekommen und dann wird es da einfach zu eng. Es ist jedes Mal so. Almada. Almada. Energischer Vorschuss. Musst du einen Babu mitnehmen, Brückerl. Klasse bei Wolfsburg. Was macht er draus? Bordus. Stark verteidigt. Durch. Deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Dem hier Ball. Mia Kacinovic. Yusuf Yassidi. Rückkehrt er von Almada. Das könnte was werden. Ey, ich komme nicht mehr an den Ball, ne? Mijat Kacinovic. Guter Pass jetzt. Abseits. Das war Pech, das ist Abseits. Dayot Upamecano. Oh, mit dem Außenriss. Könnte was werden. Oh, guter Ball auf Bordus, der kommt jetzt aber nicht durch. Jetzt vielleicht. Sessin Jong. Ah, schade. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Ah, vielleicht ein bisschen Rückenlage, ja. Schade. Nochmal eine gute Chance für uns. Am Ende will der Ball aber nicht ins Tor. So
Portus. Ja, faul, klar. Gibt gelb. Warum war das nochmal? Und das nochmal das 1 gegen 1. Und Sassignon mit. Portus. Macht das 2-1. Überragend. Überragend gemacht. Kurz vor der Halbzeit führen wir Sassignon mit einer richtig guten Vorbereitung. Ja. Es lippt, Leute, es lippt. Ja, aber Bordeaux muss jetzt halt aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie nochmal Gelb-Rot oder so bekommt. Zu zweit gehen sie darauf. Halbzeitführung. Ja, war in Ordnung die erste Hälfte, aber die Phase, wo wir nicht in den Ball gekommen sind, hat mich ein bisschen genervt. Jovic kommt rein. Marco wird reinkommen. Mit der Führung im Rücken gehen die Wolfsburger jetzt in den zweiten Abschnitt. Sie müssen eigentlich einfach nur so weiterspielen. Almada. Nimmt da in Babu mit. Almada. Sassignon. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Nochmal eine gute Flanke in Brekalo. Richtig gute Flanke. Wir gehen raus. Ja, Yashirin kommt rein. Nicht in das Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, Trapech. Shaw. Das ist natürlich eine richtig gute Ballbesitzstatistik bislang heute von Hoffenheim. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen, ja, aber dann. Oh mein Gott. Ball ist wieder weg. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an. Für Hoffenheim, dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Ah, schade. Und natürlich auch wieder mit Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jovic. Da ist die Chance. Geblockt. Jovic nochmal. Gibt es Elfmeter für was bitte? Das haben wir jetzt nicht gesehen. Für was gibt es jetzt hier einen Elfmeter? Ach. Nein, ist kein Elfmeter, sorry. Ist kein Elfmeter für mich. Ja. Karma regelt diesen Elfmeter auch. Oh mein Gott, Obamecano verliert dann den Ball in der Gefahrenzone. Und jetzt der Konter. Sind sie in der UEFA Europa League. Aber hier ist ja noch einiges auf der Uhr. Also das war so wieder so ein Karma-Elfmeter. Und da ist der nächste Gegner, das VfL Wolfsburg. Es geht gegen den ersten FSV Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. Ich glaub, aber zu Recht, das war kein Elfmeter, sorry. Trotzdem. Wenn man so eine Gelegenheit hat, muss man den auch machen. Oh mein Gott. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen, der Ball geht am Ende knapp daneben. Was macht ein Babu denn da? Schwache Aktion, Ballverlust. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kevin Babu. Und Babu. Ja, ich verstehe. Sassen Jung. Dings läuft mit, ist aber nicht schnell genug. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spiel für uns liegt unterbrochen. Mumia. Schöner Steilpass. Luke Shaw. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Entschlossen geklärt. Jari Fasciale. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, guter Konter. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Schön abgebaut. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Schön dazwischen gehen. Schade.
gute Idee. Upamecano muss dahin, macht er auch. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Da ist der Ball weg. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Habt ihr es gerade gesehen? Ich konnte gerade die Kamera nicht auswählen. So klar! Es ist so klar, Leute! Eine Wahnsinnsschutzphase! Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine. Ja, komm! Komm on! Das haben wir gerade richtig verschenkt. Richtig lächerlich wieder. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Oh mein Gott. Das war aber so klar. Ja, komm. Die Karten bitte mal aufnehmen. Scheiß drauf. Es ist lächerlich. Hier kommt es gerade wieder abseits. Ah, sie verlieren den Ball. Sie müssen sich heute mit dem Regie bemühen. Und vor allem hat... Ja, schwaches Spiel in der Abwehr, ganz klar. Ganz klar. Also, es ist wieder enttäuschend. Es ist wieder enttäuschend, was da gerade passiert ist. Naja, kann man nicht, wie gesagt, wir spielen auf Legende. Schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Es kann jetzt auch nicht jeder jedes Mal ein Sieg werden. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, in die Europa League zu kommen. Unbesiegt. Ja, wir können eigentlich mehr. Egal. Danke, dass Sie bei uns. Europa League ist safe, scheinbar. Gut, jetzt geht's. Ja, wir haben halt Hoffenheim nicht auf Distanz gehalten. Das ist ein bisschen schade. Meisterschaft haben wir somit verspielt. Ja, wobei 3, 6, 9, ja, könnten wir theoretisch noch schaffen. Ist aber unlogisch. Und denke, so Upamecano geht auch wieder raus. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir machen das jetzt hier. Die Innenverteidigung. Lise James. Luca Netz darf spielen. Kamera auch. Richtig schlecht gewesen. Almada gut. Doku kommt wieder rein. Sassin Dong hat mir gut gefallen. Yashirin hatte da auch ein paar gute Ansätze, aber so richtig von Erfolg war das jetzt auch nicht. Ja, Upamecano ist für mich absolut noch nicht angekommen. Hatte mal ein paar gute Aktionen, aber so im Großen und Ganzen kein gutes Spiel von ihnen. Muss man einfach sagen. So, jetzt geht's gegen Mainz. Natürlich wollen wir da jetzt mal ein bisschen was besser machen. Wir müssen gewinnen. So, Tadebo möchte gerne spielen. Das wird er auch. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Wir gewinnen das Ding, na klar. Hoffentlich. Wir müssen uns mehr konzentrieren. Die Presse. Also Meister werden wir definitiv nicht mehr. Bedeckt ist es. So spielen. So, ja, Leute, dann auf geht's. Nächstes Spiel gegen Mainz. Ich liebe halt diese Trikots von Mainz, diese goldenen. Ne? Also, im Echt haben wir ja verloren gegen Mainz. Das war jetzt am Samstag. 3-2. Mal gucken, wie dieses Spiel ausgeht. Aufstellung habt ihr gesehen. Du kannst jetzt. Das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Almada, erste Chance, geht rüber. Konnte er aber auch nicht mehr so richtig kontrollieren. Die Saison läuft gut für Sie, Muschi, ne? Kann man so sagen, Wolf, Sie spielen oben mit und präsentieren sich in einer sehr guten Form. Da geht es aus, gut gestellt von Almada.
Wie ist James? Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist oh mein Gott. Große Freude, ihm zuzuschauen. Im Parallelspiel gab es Elfmeter. Ich gehe ab ins Studio. Es gab Elfmeter für Bayern Leverkusen, aber Pierre-Emerick Aubameyang hat nicht getroffen. Sein Schuss landet nur am Pfosten. Was sind das denn schon wieder für Pässe, die wir hier spielen? Besteht also weiterhin 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank. Erste gute Chance für Hoffenheim. Ey. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Sehr guter Ansatz. Was macht der denn da? Ey. Daran habe ich nicht gepasst, ich schwöre es euch. Edimilson Fernandes. Nathaniel Chalobah. So, jetzt schlägt mal. Boah, du bist da komplett frei. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Mann. Der VfL Wolfsburg kann zufrieden auf die letzte Partie zurückblicken. Es ist unentschieden in der Fremde, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Bei diesem 2:2 hat er schon durchaus ihre Siegchance. Vielleicht ist es ja heute so. Gutes Technik. In der Bayer Arena hat sich was getan. Das ist gerade ein bisschen anstrengend hier. Oh, das könnte was werden. Ja. Keine Gefahr hier. Der andere Ball. Sandro Tonali. Ja, wir kommen. Ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt, wie lang es hier noch bei nach vorne bleiben. Nicht so richtig zu. Wir sind zwar deutlich besser, zu. Ganz klar, aber. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wieso so ein Pass? Wieso so ein Pass? Erzählt mir das mal. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Stimmung ist da. Ganz tolle Stimmung. Die Fans sind da. Ich glaube, das überträgt sich auf die Spieler. Wolfsburg kommt über den Flügel. Gute Flanke. Der Abwehrspieler. Ey, das gibt es nicht. Erzählt mir das mal bitte einer. Komm. Erzählt mir das mal einer. Was hier gerade wieder passiert. Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich, Leute. Mein Gott. Wechseln. Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. So, es läuft keiner mit nach vorne. Und die hat auch mal wieder eine gelbe Karte bekommen. In der so, Bayer Arena. James. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Nee, Brotus ist heute nicht sein Spiel. Wir wechseln. Jovic kommt rein. Zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das ist so lächerlich. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. So. Was ist das für eine Ballannahme? Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an. Für den ersten FSV Mainz 05. Dann geht es zu Hause gegen Hertha BSC. Und das klingt nach einer richtig attraktiven Partie. Ich bin gespannt. Genau. Ein wichtiger Hinweis
zu unserem Fansystem. Hey, gleich pull ich hier wieder rum, ne? Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Oh, das war ein guter Pass. Da ist die Chance. Und dann macht das 1-0. Das war ein Glückstor. Das war ein Glückstreffer. Da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du den Gegner überhaupt keine Rolle hast, 1-0, aua. Wir sehen sie in dieser Wiederholung, wie sie es gut machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fand du... Oh mein Gott, genau. Schon jetzt. So, Ecke kommt. Schlechte Reingabe der Kegel. Vielleicht die Konterschuss. Und wir sehen hier den nächsten Gegner der Wölfe. Es geht gegen Atletico Madrid. Im nächsten Spiel, im Halbfinale im Spiel der UEFA Champions League. Könnte ein enges Match werden. Beide Teams in etwa gleich. Sandro Tonali. Er spielt den Pass auf den Flügel. Houssem Aouar ist hier immer noch am Ball. Wieso geht Jovic da nicht mit? Habt ihr es gerade gesehen? Er steht da. Er steht da. Bei der CPU hätte er genau gewusst, dass der Ball noch dahin geht. Das ist Abseits. Ja. Das ist so lächerlich gerade. Das macht mich echt wütend. Ich werde es auf beiden Seiten spielen. Wir haben hier das erste Tor für Hannover 96. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind St. Paul. Natürlich wird der Schuss abgeblockt. Natürlich. Der Spieler ist 3 Meter weit weg. Ja, komm mal. Das ist ein Foul. Freistoß. Kevin Stöger. Tolles Zuspiel. Jetzt wieder steil. Weiter gefährlich. Das wäre gefährlich geworden. Das ist doch schon wieder der Abwehr, was wir da machen. Sie sind noch ein Tor hinten und könnten jetzt noch ausgleichen. Er geht in den Strafraum. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Sechs Minuten haben wir hier noch. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Nathaniel Chalobah. Come on, Mann. Was macht er? 2-3 Ballbesitz. Hat er besonders. Genau. Sie schafft tatsächlich noch den Ausgleich. Wahrscheinlich. Lächerlich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Guck mal. Guck dir das mal an. Luka Jovic. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff. Guckt euch das mal an. Ja, komm. Piss dich, Spieler, reicht. So. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock, FIFA zu spielen. Lächerlich, richtig lächerlich. Hoffenheim hat natürlich bestimmt gewonnen. Oh mein Gott. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ich bin jetzt überhaupt nicht drauf. Danke für dieses Kurzer Blick auf die Tabelle. Nee, können wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Ciao.